Folge. Wir spielen mit euch. Letzte Woche haben wir ja mal pausiert. Das lag einfach daran, dass ich da auf der Nature One war, beziehungsweise ich bin donnerstags dahin gefahren. Wir drehen ja immer mittwochs abends und das habe ich einfach zeitlich nicht hinbekommen. Hätte auch mit dem Upload nicht mehr geklappt. Also haben wir gesagt, wir machen mal eine Woche Pause und sind jetzt kurz vor dem Beta-Wochenende zum neuen Add-on wieder da. Da freuen wir uns auch schon alle drauf, werden wir heute bestimmt noch ein bisschen drüber sprechen. Aber in erster Linie werde ich heute mal 80 werden und wir werden hoffentlich mal Malteurs Sprung endlich zu Ende bekommen. Und ganz alleine bin ich heute auch nicht. Wir sind zwar nicht so viele wie die letzten zweimal, aber Matze und Susi sind mit dabei heute und ich sage Hallo ins TS. Moin. Hallo. So, Malteurs Sprung, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Ah, da oben ist noch. Ich hätte noch eine Sehenswürdigkeit nördlich der Flüsterbucht. Lass uns da mal. Da mal hinschwimmen. Ich hoffe, ich sehe die richtige Richtung hier. Vor allen Ja, Dingen da musst du hinkommen. letzte Woche war ja auch das Zeichen des Add-ons, ne? Da hätte es ja auch nicht so gepasst. Ja, stimmt. Letzte Woche war die Ankündigung gerade durch. Apropos Add-on, wie eben schon erwähnt, wird es am kommenden Wochenende, also eigentlich das Video erscheint ja Freitag 20 Uhr. Dieses Beta-Wochenende läuft jetzt schon. Und falls jetzt hier Zuschauer sind, die kein Guild Wars 2 spielen, kein Problem. Ihr könnt die Beta auch spielen, kostenlos. Geht mit, auch mit einem Free-to-Play-Account und den Link zu diesem Free-to-Play-Account, den findet ihr hier unter dem Video. Den könnt ihr benutzen und dann könnt ihr da auch die Beta spielen. Nächstes Wochenende übrigens auch nochmal. Jeweils allerdings verschiedene Inhalte. Also heute. In der aktuell laufenden Beta-Phase, da könnt ihr die erste Map euch anschauen, den ersten Story-Abschnitt des kommenden Add-ons und auch schon das erste Reittier, den Raptor, freispielen. Und nächste Woche geht es dann vor allem um Spezialisierung in den kompetitiven Modis, nämlich im PvP und im WvW. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann guckt in die Videobeschreibung, da gibt es den Link zum Free-to-Play-Account. Und damit unterstützt ihr uns dann auch noch, wenn ihr diesen Link benutzt. Und wenn ihr euch das Addon noch kaufen wollt und es noch nicht gekauft habt, dann könnt ihr das ebenfalls in der Videobeschreibung finden. Da haben wir auch einen Link dazu reingepackt und damit unterstützt ihr uns ebenfalls. So, genug Werbung, finde ich. Ja, ich bin mega gespannt, wie das Ganze sich verändern wird. Ich auch. Also ich finde da sehr, sehr viele coole Ideen mit drin. Mir gefällt zum Beispiel gerade gut, dass die Reittiere, die man ja auch aus anderen MMOs kennt, in Guild Wars 2 eben nicht nur Reittiere sind, sondern sie werden wirklich gut ins Spiel eingefügt. Sie haben nämlich spezielle Fähigkeiten und diese Fähigkeiten braucht man auch von jedem einzelnen Reittier. Es kommen ja drei Stück, um gewisse Punkte in den neuen Maps zu erreichen. Ist dann so, dass eins der Mounts zum Beispiel besonders hoch springen kann, das andere kann besonders weit springen und das dritte kann sich unsichtbar machen. Und das ist mal was Neues, dass Reittiere eben nicht nur dafür da sind, um sich fortzubewegen und drauf rumzureiten, sondern eben auch spielmechanisch wichtig sind. Finde ich eine grandiose Idee. Ja, ich bin auch schon total gespannt. Hat ja auch jetzt schon einige Vorboten gegeben im Spiel auf dieses Add-on. Zum Beispiel kam am vergangenen Dienstag, wobei man eigentlich sagen muss Mittwoch, weil Dienstag war ja der große Stromausfall. Da waren ja die Server mal ein bisschen down. Da kam schon der erste Patch, der viele der neuen Skillungen quasi ins Spiel gebracht haben, die ja auch fürs Add-on vorgesehen sind. Also es wirft wirklich seine Schatten voraus. Ah ja, wir kommen zu dir, Susi. Wir müssen da eh hin, weil da vorne ist nämlich irgendwo so ein Fertigkeitspunkt unter Wasser. Ja, eine Herausforderung mal, ja. Was reizt euch denn am meisten an dem Addon? Meine neue Klasse. Ja. Naja, aber die Reittiere auch schon. Da bin ich neugierig drauf. Ja, zwangsläufig würde ich jetzt keine Reittiere brauchen. Ich meine, ich finde sie trotzdem cool. Ich werde sie locker benutzen. Aber ich finde es immer ziemlich cool, wenn es eine Klassenvielfalt gibt. Es ist ja jetzt so bisher, dass diese Core-Klassen eher seltener gespielt werden. Oder auch nicht überall gleich viel Sinn machen. Aber
Dadurch neue Klassenvielfalt wird man einfach andere Mechaniken haben, auch zwischen den Spielern. Und ich finde sowas mal viel, viel geiler. Also, wenn nicht alle immer das gleiche spielen oder was anderes sind. Weil jetzt kannst du dir auch, gerade im kompetitiven Modus, wenn du einen Krieger siehst, der wird zu 80% Berserker sein. Der Guard wird so zu 80% Core sein. Das kann man sich darauf einstellen. Also, ich finde so ein bisschen buntere Builds einfach mega spannend. Ja, du weißt halt nicht direkt vorher, wenn du einen Gegner Easy siehst, joined ne, the was der dann channel. spielt. Von Moin. daher ist das schon ein Vorteil. Hi. Ja, richtig, weil jetzt weiß ich ganz genau, mit meinem Bild, ich stehe den Nico aus und greife dann direkt danach an und halte das aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das beim neuen vielleicht genauso mache, sondern da muss ich vielleicht was anderes machen. Ja, definitiv. Und bei den Reittieren bin ich auch bei dir, dass ich sage, ich brauche eigentlich keine Reittiere. Ich fand das auch erst blöd, aber erst als ich erfahren habe, dass die spielmechanisch Einfluss haben, dann haben sie dann doch wieder Sinn gemacht, weil reisen kann man hier schnell genug in dem Spiel, finde ich persönlich. Ja, das stimmt. Wer ist eigentlich gerade gekommen? Droggel. Ach, der Droggel! Bist du fertig mit deinem Film gucken? Ja, gerade eben. Der ist geil, oder? Hier mit dem, mit dem Einhörnchen oder was das ist. Raccoon, ja. Ja, Bombe. Großartig. Ich bin absoluter Guardians of the Galaxy-Fan. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, den zweiten zu schauen. Es war ein Hast du Fest. gerade Einhörnchen gesagt? Ja, was auch immer, es ist ein Waschbär. Es ist ein Waschbär, mein Gott, mein Gott. Es ist kein Waschbär. Das sagt er doch im Film. Ja, und? Das ist nur weil er sich nicht als Waschbär sieht, ist er trotzdem einer. Ja, ich finde Rocket großartig. Ja, wobei ich finde tatsächlich den zweiten Teil von Guardians of the Galaxy besser als den ersten, muss ich ehrlich sagen. Also der erste hatte halt noch ein bisschen mehr dieses 80er-Flair, was ich auch unglaublich geil fand. Aber ich fand den jetzt auch noch mal ein Stückchen besser. Ja, der zweite hat viel mehr Komödienanteile, aber so richtig coole Witze, coole Gags. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß gar nicht, Guardians of the Galaxy ist auch DC, ne? Oder? Nein, Marvel. Nein, das ist Ah, ne, Marvel. das ist Marvel, stimmt. Einer der guten Marvel-Filme. Das ist ja genauso wie bei DC. Da gibt es gute und da gibt es schlechte. Das ist übrigens ein Champ, den ihr da angegriffen habt. Nur, dass ihr wisst, ne? Also. Seid ihr denn? Wir sind Malchow-Sprung. Ich kann dich auch gleich einladen, wenn ich dich finde. Ich bin hier nur gerade mit einem Champ beschäftigt. Jo, das wäre nett. Ich Telefon. Ja, sofort. Geht gleich. Hier ist noch ein böses Auge. Apropos DC, da auch ne kleiner Spieltipp, denn aktuell sind die ganzen DC-Sachen auf Steam im Angebot. Noch bis morgen, meine ich. Unter anderem auch die großartige Serie von Rocksteady zu Batman. Danke. Also wer da drauf steht, jetzt kann man zuschlagen. Pro Teil zwischen 4,99 für die drei älteren und für den neuesten, für den vierten Teil 7,99. Da kann man nichts verkehrt machen. Was macht ihr denn da? Reden und kämpfen gleichzeitig, das ist keine gute Mischung. Aber ist ja gleich tot. Ja, das stelle ich gerade auf was. Ja, danke. Hoffe ich. Ich port mich hier noch ein bisschen durch die Gegend, meine Klone machen den Rest. Oh, kann das Auge mal aufhören, mich jetzt gerade in den Fokus zu nehmen? Das ist doch scheiße, dann. Boah, es war knapp. Jetzt hat's mich. Kackvieh. Es Naja, ist rettet gleich mich ja tot, dann. Alter. Da kann ich ja schon mal gucken, ob ich Droge finde. Drogel. Da Hab liegst ich ja gewispert. Ah, wenn man tot ist, kann man leider den Whisper nicht lesen. Warum auch immer. Oh! Was? Das ändern wir Ah, jetzt jetzt, da einfach ist mal. es. Das ist genau. Aber ich sterbe anscheinend zu sehen. Aber ich bin zu unkommunikativ. Ja, unkommunikativ. Eins von beiden. Bist du irgendwie in der Gruppe oder so? Nein, warte mal, ich mach mal Join. Bist du auf Offline gestellt? Nein. Warte mal, ich stelle mir mal kurz auf Off und wieder On. Vielleicht liegt es daran. Das buggt bei mir gerne mal. Ja, weil bei mir bist du auf Offline gestellt, deswegen kann ich dich nur in die Gilde einladen, aber nicht in die Gruppe.
Machen wir es doch so. Das macht Sinn. Yay. Zack, da ist er. Jetzt kannst du Portal zum Freund nehmen. So, laufen wir mal weiter. Ich bin übrigens squishy, ihr müsst nicht aufpassen. Was? Du bist squishy? Na sowas. Ich bin Azura und Dieb. Ja. Macht den Ohr total Sinn. Lass liegen, kriegt dich fest. So in die Richtung. Ja. Ja, ich teste gerade schon wieder ein neues Bild aus. Ist da der Änderung? Ich muss ja. Den alten. Ich weiß nicht, ob das ist Sinn. Ja, nee, ich habe schon umgestellt. Also ich habe mir schon wieder alles durchgelesen, angeguckt. Ich habe ja meine Bildseite, wo ich nebenbei immer was poste und so weiter, die ich jetzt gerade auch neu mache. Und ich möchte da schon relativ zeitnah wieder was liefern können. Also heißt das jetzt wieder neu bauen, neu ausprobieren und testen. Ja, gibt's denn da schon eine Internetadresse, wo man deine Builds dann finden kann, oder ist das noch nicht klar? Die ist noch nicht ganz online. Also noch über eine Google-Tabelle, die auf unserem Server liegt, aber ansonsten die Adresse kommt dann in den nächsten Wochen. Also noch ist es nicht spruchreif, es kommt, wir werden es aber dann natürlich zeitnah, sobald wir die Adresse haben, euch natürlich auch weitergeben, weil die Builds von Matze, die sind schon echt gut und die sind halt mal vor allem für die was, die nicht unbedingt Meta spielen wollen, ne? Ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es Meta ist teilweise. Es interessiert mich nicht. Es wird so lange getestet und rumgefeilt, bis es funktioniert. Es ist halt meine Spielweise und viele haben mir auch schon mal eine Nachricht geschrieben und gesagt, so, hey, ziemlich cool, ich habe das ausprobiert, macht ziemlich Fun, deine Fun-Builds habe ich da zwischendrin, wo man einfach sagt, das ist einfach nur, wo ich einfach mal 5 Minuten drauf gehe und einfach mal den Gegner überrasche oder einfach mal ein paar Knöpfe drücken möchte, ohne groß nachzudenken. Von hin bis zu ein bisschen strategischen Sachen, also das ist alles dabei. Aber nur für Krieger. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Ich meine, so haben ja viele, die solche Tabellen und auch solche Seiten online gestellt haben, angefangen. Die haben angefangen mit einer Klasse und haben auch gesagt, ja, bei mir gibt's nur eine Klasse und irgendwann hatten sie dann doch alle. Das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen. Aber wird man sehen. Ah, ich glaube, die Reife, die ich in meine Builds stecke, kann ich nicht in alle stecken. Also ich kann mir vorstellen, eine zweite oder dritte Klasse irgendwann aufzunehmen, aber ich werde niemals alle. Das kann nicht. Guck, da geht's schon los. Zeitpunkt. Vor 20 Sekunden hast du gesagt, aber nur Krieger. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Klasse und genauso wird es dann irgendwann auch weitergehen. Ich bin da sehr optimistisch, dass sie dann. Nach 2 folgt 3. Ja, richtig. Sag mal, wie kommt ihr denn da hoch und ich nicht? Springen. Du bist ein Flummi an dem Felsen entlang sitzen. Es ist genau, ganz easy gewesen. Warte, ich komme mal runter. Du bist hier über. Warte. Ja, ich bin hochgekommen. Ja, muss erst noch. Ah, ich hab's geschafft. Du brauchst mir nicht mehr zeigen, Matze. Toll, großartig. Komm wieder jetzt hoch. Haben die eigentlich schon die Mini-Pets aus dem BVB gesehen? 2 Stück habe ich davon sogar schon gekauft. Ja, ich kann sie gerne mal ausrüsten. Hier ist, mit der gelben Lampe. Aber, mein Commander hat mir gesagt, dass Mini-Pets im WVW scheiße sind. Ja, aber. Das ist ja dann kontraproduktiv. Was hat er denn da drüber? Das sind die Commander-Katzenlampen jetzt. Oh, und soll ich euch mal kurz das genaue Commander-Symbol zeigen? Boah, das ist so. Na gut, komm, zeig mal her. Warte, ich geh mal kurz. Ja, Nils steht nur auf Hunde. Katzen ist halt nicht. Aber die ist süß, die Katze. Die Katze. Ach du Scheiße. Kannst du wieder ausmachen, ich lade dich in die Gruppe ein. Miss Kitty. Irgendwie erinnert mich das an Miss Kitty. So genial. So. Ja. Aber deine Katze ist schön. Oh, ist die niedlich. Hier ist noch ein Heldenpunkt. Die kostet, glaube ich, 100 Tickets. Genau, 100 von diesen BVB-Tickets für eine dieser beiden. Ich bin übrigens gleich Level 80, Freunde. Wollte ich nur mal anmerken. Oh. Hat jemand ein Gildenbankett oder so dabei, dass wir hier das feiern können? Tatsächlich. Hast du dein Zucchini-Dings da schon aufgegessen? Warum haben wir eigentlich diesen Heldenpunkt hier nicht gemacht, als wir da unten drin waren? Weil jetzt müssen wir nochmal da unten rein. Oh. Das weiß ich nicht. Du führst. Offensichtlich aber nicht. Ich hab geredet, da ist das mit der Orientierung so ein Problem. Ja. Mist, jetzt muss ich da wieder runter irgendwie. Schatz der Lichter.
Irgendwie. Bin schneller als ein Centaur. Wo geht denn das da rein? Das ging doch irgendwo. Ah, da vorne geht's rein. Ich dachte, hier geht's rein. Vielleicht noch eins weiter. Was sagst du, solange bis wir einmal außen rum sind? Nee, aber hier geht's rein. Durch bin. Damit habe ich auch ewig gesucht. Hier war das irgendwo, ja? Ja, das ist ja auch hier. Mit dem Auge. Oh, diese schießenden Augen sind die schlimmsten. Mit diesen Augen. Ja, die machen auch richtig Damage. Diese Knochensucher, so heißen sie, ja. Ah, da vorne ist der Punkt. Geh sterben, du Knochenauge, du. Ja, ja, kämpf hier mal, ich halt mal Zwiesprache. Sehr gut, 74% abgeschlossen. Jetzt muss ich tatsächlich mal auf die Map gucken, wo denn hier noch 71, wieso hast du 2% mehr? Das weiß ich doch nicht. Ah, hier hinten ist noch ein... noch warte mal, hier in der Nähe vom Wigmar Pedorik hab ich eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Die hast du wahrscheinlich mitgenommen, ne? Ja, da gehen wir nachher hin. Wir gehen jetzt erstmal hier Richtung Schlangenschwanzzufluss da unten raus. Nur ganz kurz, wenn es die hier im Süden ist, die würde ich jetzt... Achso, nee, da sind wir ja gerade eben vorbeigekommen, oder? Das falsch. Ja, das ist... Hier, King's Passage, warte mal, Königspassage auf Deutsch. Ja. Da, warte mal, Königspassage? Die ist hier, wo ich jetzt bin. Also, hier oder drüber, ich glaube hier. Ja, die hab ich schon. Glaub schon. Ja, siehst du, dann ist das die, die mir noch fehlte, weil die ist nämlich hier direkt an der Wegmarke irgendwo. Ja, da portest du dich kurz zur Wegmarke und läufst hin. Wegmarke, ja, das ist einfach ein Schrein, oder? Ja, ein Stück südlich muss da aber noch hinlaufen. Ey, wo geht denn das hier raus? Ah, das ist hier. Wir hatten das hier entworfen, Mensch. Überall Steine und Wände und so ein Kram. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo hängen geblieben. Oh, oh. So, wir müssen auf jeden Fall hier hinten lang weiter. Da, wo ich jetzt bin, da sind nämlich noch ein paar Sachen, die wir vergessen haben. Und wir können uns hier mal kurz mit der Königskrabbe anlegen. Ja. Bei der Gelegenheit. Wenn ich hier rauskomme. Und mit den beiden Champion-Krills. Oh, warte, so welche Richtung? Aber erstmal haben wir noch einen Quagga, den wir verprügeln dürfen. Armer Quagga. Ha! Aber dieser Quagga hat mich zu Level 80 buxiert. AGB! I've done it! Geht's it? Oh, danke, ein Gehen, fast so, da muss ich erstmal einen saufen jetzt auf Level 80. Wie viele Folgen hat's gedauert? Ich glaube 36 Folgen. Das sind ja insgesamt, die ersten 10 Folgen waren glaube ich sogar 2 Stunden. Ah, die ersten 15 sogar, da wären wir schon bei 30 Stunden und dann nochmal 21 mal eine Stunde. Also fast, ja sagen wir mal gerechnet 60 Stunden. Das war immer auch ein paar Minuten mehr und weniger und so. 60 Stunden hat es gedauert bis auf Level 80. Ist eine ganz schöne Menge, ne? Ja, das ging auch früher mal schneller. Das ging früher auch schon mal deutlich langsamer, ganz am Anfang. Ja, das ist richtig. Aber es ging auch, ich glaube, ein Kollege von mir, die mit mir in der Beta da angefangen haben, der war nach 3 Tagen Level 80, als das Spiel dann rauskam. War nach 6 oder 7 Tagen Level 80 damals. Also der, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, der hat irgendwie auch viel WVW gespielt oder sowas. Aber jetzt kann der ich meinen Chronos killen. Ja, richtig. Der hat halt einfach richtig, richtig viel da Zeit investiert, aber der hat auch die Woche, glaube ich, nichts anderes gemacht. Ja, ich habe nichts auf Urlaub genommen damals. Ja, er auch. So, und ich als... Ich glaube ich, 5-6 Stunden geschlafen und ansonsten... Und als allererstes, ja, bevor wir hier weitermachen und irgendwo anders weitermachen, müssen wir jetzt ganz kurz... in die Silberwüste und den ersten Story-Abschnitt spielen von HOT. Und warum müssen wir das machen? Ja, weil erst dann die Beherrschungen freigeschaltet werden. Also wenn ihr Level 80 seid, dann müsst ihr direkt mal diesen Story-Abschnitt spielen,
Alles andere macht einfach keinen Sinn, weil sonst verpuffen euch jetzt die ganzen XP, die ihr hier noch holt. Deswegen macht es Sinn, jetzt kurz in die Silberwüste abzudrehen. Hattest du jetzt den Quaggan schon? Den Quaggan habe ich schon, den kannst du aber gerne noch machen. Ja, in die Silberwüste, wie komme ich denn jetzt am schnellsten hin? Ist das nicht. Nee, jetzt verwechsel ich das. Entweder ist das Brisbane-Wildnis oder. Ja, da habe ich beides noch nichts. Wir müssen durch die Provinz Metrika, da hätte ich was. Nee, Brisbane-Wildnis ist schlauer, da müssen wir hier von. Ja, ich weiß es gerade auch nicht. Warte, ich guck mal. Wegmarke Harlancorn oder rüber gelaufen. Es ist Brisbane. Ich verwechsel die beiden Karten immer. Es ist Brisbane. Weil. Ach genau, das eine ist oben, das andere ist unten. Ja, das andere in der Multiversprung ab. Nochmal kurz zur Erklärung. Mit Level 80 werden theoretisch die Beherrschungen frei. Jedoch muss man dafür erst den ersten Story-Abschnitt machen von Heart of Thorns. Und es macht einfach keinen Sinn, die normalen Karten weiterzumachen, solange die Beherrschungen noch nicht aktiviert sind, weil dann die ganzen XP, die man sammelt, die man ja auch, die verpuffen einfach. Ja? Und das ist natürlich blöd. Deswegen laufen wir jetzt schnell durch die Brisbane-Wildnis und laufen nochmal schnell rüber. Wir laufen jetzt einfach ohne irgendwas zu machen quer durch. Lauf hier einfach mal. Ich habe mich ja schon hingestellt. Ich muss nebenbei hier Kartoffeln schnibbeln. Ja, mach doch. Wir versuchen auch so wenig wie möglich irgendwelche Punkte hier zu entdecken und so weiter und so fort, weil wir das ja natürlich alles auch noch irgendwann im Verlauf der Wir spielen mit euch Serie machen wollen. Und eben die XP später noch brauchen, um die ganzen Beherrschungen freizuschalten. Ah, ich wollte gerade sagen, heilt er sich dauernd wieder? Okay, nee, ich habe das durch das Fass vom Gildenbank-Paket habe ich so viel getrunken, dass mein Charakter null Attacken mehr getroffen hat. Ach so. Der Effekt, du triffst gar nicht mehr und wenn du ausweichst, dann haut sich auf zu Boden für drei Sekunden oder so. Ja. Das passiert, wenn Droggel mal Alkohol sieht. Okay. Was? Alkohol? Welches Tor? Wo soll ich denn rein? Wegmarke Harlancorn? Ja, wenn du nicht die Silberwüste schon hast. Du kannst auch direkt die Silberwüste, wenn du willst. Nee, mit dem Char habe ich nur das, was wir gemeinsam gemacht haben. Ah gut, ja, dann auch Winzigkeiten. Dann Wegmarke Harlancorn und dann einmal komplett durchlatschen. Okay. Klingt jetzt blöd, ist aber so. Weil, wie gesagt, alles andere macht keinen Sinn. Komisch. Muss ich auch ehrlich sagen, finde ich ein bisschen blöd, dass auch die Classic-Beherrschungen nur freigespielt werden können, wenn man den ersten Story-Part gemacht hat, von HOT. Weil man da... Was machen das denn die Leute, die kein Heart of Thorns haben? Bei denen ist das Spiel dann vorbei. Ja, die kriegen nicht. Was leiten. Die kriegen Beherrschung nicht. Doch, die Thyria-Beherrschung schon, oder? Nein. Ach so, okay. Es ist alles Heart of Thorns, allerdings meine ich. Im Prinzip haben sie das dann ja eingeführt, dass du die Story machen musst, um eben Schutz zu machen, dass das nicht jeder kriegt. Aber das hätte man auch anders lösen können. Man hätte es ja einfach an die Freischaltung des Accounts von HOT knüpfen können, dass zumindest die klassischen Beherrschungen automatisch frei werden, wenn man Level 80 hat. Weil wenn man das gerade so, wie wir das jetzt hier bei Wir spielen mit euch machen, dass man eigentlich alles nach und nach spielen möchte, die Story dann chronologisch ist, dann ist es natürlich total dämlich, dass man jetzt quasi Level 80 geworden erstmal mit einem komplett anderen Story-Abschnitt weitermacht. Aber geht halt jetzt nicht anders. Das ist ein bisschen sehr komisch. Ist das Einzige, was hier jetzt halt Sinn macht. Weil die ganzen XP verpuffen zu lassen, ist ja auch blöd. Aber das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass das so doof gemacht ist. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben und mal an Ramon weitergeben, dass die da vielleicht nochmal das überdenken, ob das gut gelöst ist. Bin ich auf dem richtigen Weg noch? Naja, du musst einmal komplett von rechts nach links durch und dann... Ja. Tyrant steht schon da irgendwo. Laufen sollt. Guck mal auf die Map, da siehst du das sieht gut aus. Den blauen Punkt von Tyrant. Und da steuere ich ganz genau drauf zu. Aber ich glaube, ich nehme da gleich noch ein bisschen Eisen mit.
Wenn ich hier schon vorbeikomme, das kann man ja mal. Übrigens, ich habe es auf meinem Main-Account jetzt getan. Ich habe mir das erste Mal unendliche Werkzeuge gekauft. Fühlt sich das viel besser an, oder? Alle drei. Naja, sie waren halt im Angebot und ich hatte halt noch hier die 4000 Gems von der Collector's Edition, vom Add-on. Und ja, dann habe ich gesagt, komm, was anderes brauchte ich nicht groß aus dem Shop. Dann habe ich mir das mal gekauft. Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich mir noch einen zweiten Satz hole, weil eben gerade diese Nö, das ist aber Quatsch. Angebote Dann, sind, die die Magie geben. ja, die habe ich ja geholt. Ja. Das ist aber eigentlich Quatsch. Dann eher noch ein paar gemeinschaftliche Taschenplätze. Da habe ich auch noch ein paar dazu geholt, sodass ich quasi auf allen Taschen das Set benutzen kann. Ja, da habe ich alle. Ja. Schmerz für Schmerz. Oh, jetzt bin ich hier leider in die Schlucht gefallen. Jetzt muss ich hier das Eisen erst natürlich noch abbauen. Matze, wir Oh, sind das tut sofort dir jetzt da. aber leid, ne? Es tut mir total leid, dass ich jetzt hier. Das ist. Es war ein Versehen. Ein falscher Fehler sozusagen. Ja, das. Also ich wusste das auch nicht, dass hier einmal am Tag eine reiche Eisenader ist. Das ist mir völlig unbewusst. Zufallsorte. Ja, so. Da kommt man hier vorbei und dann ist da auf einmal so eine reichhaltige Eisenader. Also wenn ich gleich anfange zu heulen, ne, dann liegt das an der Zwiebel, die ich jetzt schneide. Nicht an euch, weil ihr so unglaublich schön seid. Danke, endlich hat's mal einer erfasst. Schön in die Wand gerannt, habe ich natürlich sagen wollen. Ich renne täglich gegen die Du hast Wand. so viel Zeit. Mehrmals. So, wo gehst Ja, du denn ich bin jetzt auch hier schön hoch? stark und mutig. Ja, ich bin schön gegen die Wand gerannt, stark abgeprallt und hab mutig weitergemacht. Immerhin. Also ich fürchte ja, wir werden diese Woche wieder nicht mit Malchow-Sprung fertig. Nee, das werden wir aber nicht. So ein Gefühl habe ich auch. Vor allem, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, ey, wenn ich mich richtig erinnere, dass der erste Story-Part tatsächlich gar nicht mal so kurz ist. Es geht. Also wir werden es heute noch schaffen, denke ich. Aber mancher Sprung ist halt dann, dadurch, dass da immer was dazwischen kam, ne? Einmal WVW-Spezial und dann noch ein Story-Abschnitt, da mal ein JP, jetzt hier die erste Story-Abschnitt, sind wir jetzt tatsächlich schon einen Monat, also 4 Folgen an mancher Sprung dran. Das ist aber normal, das ist manchmal Für die Chronologie, wie verfährst du, wenn du die Story von GW2 Grundspiel fertig hast? Wie es dann weitergeht. Also, Ja. Meine, eigentlich. ich habe jetzt eine Idee im Kopf, aber das musst du natürlich wissen. Dass du eine Idee im Kopf hast, das muss ich wissen. Also, der Plan Nein, war ich eigentlich. meine was. Also, mein Plan war eigentlich der, dass ich versuchen wollte, mit dieser Serie alle Maps fertig zu bekommen, bis zum Release vom neuen Add-on. Sodass ich quasi, wenn das neue Add-on erscheint, in HOT durchstarten kann. Das wird wahrscheinlich nicht ganz hinhauen, weil das Addon jetzt doch ein bisschen schneller kommt als gedacht. Im HOT. Ja. Also, wenn das neue Addon kommt, fange ich mit der Serie hier mit HOT an. Das war der Plan. Ah, okay. Das wird aber wahrscheinlich ein bisschen so. Ich hoffe, dass so Ende Oktober wir spielen mit euch mit HOT anfangen können. Dass dann wirklich die Map auf 100% ist im Classic-Spiel. Wir alles gezeigt haben und es dann quasi in das erste große Addon geht. Weil ich habe mir überlegt, ich hatte mir natürlich auch überlegt, ob ich HOT erstmal auslasse und direkt mit dem neuen Addon starte. Habe mir dann überlegt, ah, es gibt vielleicht Spieler, die erst ein bisschen später in das neue Addon einsteigen und da möchte ich eigentlich ungern spoilern, deswegen. Ist es schon ganz gut, wenn da dann noch ein bisschen Zeit vergeht, zumal HOT nicht so lange dauern wird, bis wir da die Maps fertig haben. Und Einmal die Story. das. Es hätte ja sein können, dass du storytechnisch weiterspielen möchtest, ja? Also. Und wenn du es so machst, dann würde ich sagen, könnt schon mal die Zuschauer Bescheid wissen und sich überlegen, welche Reihenfolge wir die übrigen Apps machen wollen. Ja.
Daran sind wir ja nicht mehr gebunden und dann kann man ja mal gucken, was ihr da so in die Kommentare schreibt. Deswegen macht das doch einfach mal. Was für Maps ihr als erstes so gerne sehen möchtet. Oder ob euch eine ganz besonders interessiert oder eine sagt, ja, das ist so das Letzte, was ich sehen möchte. Die möchte ich ganz hinten haben, weil mich die anderen mehr interessieren. Haut doch einfach mal rein und dann sehen wir weiter. Ja. Also wenn ihr Sadisten seid, könnt ihr zum Beispiel südlich Buch Jumping Puzzle verlangen. Oh, das ist natürlich sehr sadistisch. Das stimmt allerdings. Wie viele Jahre? Das ist eins der wenigen, wo man mit einem Messer irrsinnige Vorteile hat. Ihr könnt zum Beispiel auch so Sachen mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne mal so einen Map Speed dran sehen wollt. Dann könnten wir das natürlich euch auch mal zeigen. So die Startgebiete so in einer Stunde zu schaffen, das ist machbar. Also man kann es schaffen, ein Startgebiet in einer Stunde abzuschließen. Dafür müssen wir natürlich dann richtig Gas geben. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Also wir richten uns da so ein bisschen nach euch. Wir werden jetzt auf jeden Fall jetzt halt hier dieses erste Story-Abschnitt machen von HOT. Den müsste ich vielleicht auch mal aktivieren. Warte mal. Tada. So. Und dann laufen wir da mal hinter. Und nach diesem Staffelfinale, nach diesem Anfang, meine ich hier, der HOT-Story, werden wir noch Malthus Sprung fertig machen und dann die 80er Classic-Story machen. Und danach entscheidet ihr, welche Maps ihr als nächstes sehen wollt. Da bin ich auch sehr gespannt, auf welche Maps unseren Zuschauern am besten oder schlechtesten gefallen. Ja. Von der Wahl ausgeschlossen sind lediglich die Maps, wo wir jetzt gerade sind, nämlich hier die Silberwüste und Trockenkuppe. Die sind ausgeschlossen. Jetzt fragt ihr euch, warum machen sie nicht? Ja, weil das nämlich dann in Staffel 2 noch dran kommt. Also da kommen wir dann eh noch hin und dann machen wir das mit. Das heißt, ihr könnt zwischen den Maps wählen, die in keiner Staffel mehr zum Tragen kommen. Das heißt ganz zentral Tyria. Ah. Trockenkopf und selber wissen sie auch erst später Grundspiel dazugekommen. Richtig. Orientiert euch sonst an die erste Version des Grundspiels. Ja, die erste. Wenn ihr so schon seitdem spielt. Die erste Karte, die dazugekommen war, war die südlich Bucht, oder? Ja. Ja, aber die hatte keine storytechnische Bewandtnis, zumindest. Nee, aber die hatte nur dieses Event da. Die Karl-Queen. Ja, mit dem Urlaub von der Löwengarde und keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, die lore-technisch hat die Südlichbucht ein Bewandtnis. Keine Story dazu, aber die Südlichbucht ist. War das nicht? Ist das Mallorca der Löwengarde. Ich wollte sagen, da wollte dann nicht die eine, ich glaube Alan Keel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, Alan Keel und der andere Typ. Ja, genau. Und mit den Banditen da hatten sie ein Lager und darauf wollten sie irgendwie hin und so weiter. Alles lange her. Ja. Müsstest du mal nachlesen, aber ich meine, da war lore-technisch was. Mein Bildschirm ist schwarzen Bildschirm. Ich habe Ladebildschirm. Ja, vielleicht müssen wir auf dich warten, bis es weitergeht. Ah ja, das kann sein. Ja, vielleicht ist ja auch der Abschnitt hier noch Strom ausgefallen, ne? Von den Stromausfällen der letzten Tage. man weiß ja nie. Soll ich nach Streichhölzer und Kerzen suchen? Ja, genau. Aber das macht eigentlich... Ich glaube, ich habe irgendwo eine Fackel im Inventar. Aber das kann ich gerade nicht sehen, es ist so dunkel. Eigentlich macht das gar nicht. Da kann ich noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar zum einen... wenn ihr selbst Guild Wars 2 mal ausprobieren wollt, geht das ganz einfach. Ist auch Free-to-Play. Schaut in die Videobeschreibung, da haben wir mal den Link zum Free-to-Play reingestellt. Damit könnt ihr im Prinzip das komplette Grundspiel spielen. Das heißt, von Level 0 bis 80 könnt ihr die Story spielen. Ihr könnt alle Maps spielen vom Grundspiel. Und es ist einfach uneingeschränkt ausprobieren. Was heißt uneingeschränkt? Ein paar Einschränkungen gibt es dann doch. Die beziehen sich aber vor allem auf den Chat und auf den Postverkehr und solche Geschichten. Also
ist schon sehr, sehr fair, was da Free-to-Play geboten wird. Und wenn euch Guild Wars 2 überzeugt, dann guckt auch in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu allen Versionen des Spiels. Das heißt zum einen zum HOT, das heißt, da habt ihr dann das Grundspiel und das erste Addon mit drin und zum im September erscheinenden neuen Addon. Ja? Und wenn ihr die Links benutzt, unterstützt uns noch ein bisschen. Freuen wir uns sehr drüber. Und warum lädt das jetzt so lange? Kann mir das einer erklären? Ich Ich dachte, sehe immer noch einen schwarzen ich habe immer noch Lade. Monitor. Ich dachte, den Ladebug gibt es nur im WVW. Ja, da hast du wenigstens einen Ladebildschirm. Die haben ja nicht mal mehr Ja, das. den habe ich Wir aber. haben nur, weiß ich nicht, einen dunklen Tunnel. Aber manchmal hilft er ja einfach mal raustappen. Geht Das probiere nicht ich ins mal. Licht. So, wir haben das Spiel jetzt einfach mal brutal beendet per Alt F4, weil der Ladebildschirm ja doch ein bisschen zu lang war. Und laufen jetzt gerade wieder an und hoffen jetzt einfach mal, dass es diesmal funktioniert. Vielleicht war die Silberwüste da gerade oder beziehungsweise der Storypart einfach noch von dem Stromausfall betroffen die Woche. Weiß man ja nie. Ja, die Stromversorgung westlich von dem Gestein ist einfach nicht mehr das, was sie mal war. Ja, ne? Schlimm. Aber vielleicht To funktioniert es be ja jetzt. agreed again. Da ist er wieder, der Ladebildschirm. Hoffentlich diesmal nur kurz. Ist bei euch wieder der schwarze Tunnel oder ist jetzt auch ein Ladebildschirm? Ah, es hat funktioniert. Und wir halten die Also Klappe. ich sehe gar nichts. Kommandeur. Ja. Psst. Mordremos hat sich als noch mächtiger erwiesen, als wir uns vorstellen konnten. Der Dschungel selbst hat sich gegen uns gewandt und unsere Schiffe zerfetzt. Und dann war da dieser Ruf. Wir Silvari haben ihn alle gehört. Und viele folgten Mordremos Befehl, sich gegen ihre Paktverbündeten zu wenden. Viele sind tot, andere werden vermisst und unsere Flotte ist völlig vernichtet. Wenn nicht bald Rettung kommt, wird es nichts mehr zu retten geben. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Schon ein cooles Video, finde ich. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch gesehen, ne? Nö, hier war nichts bei Nein, mir. wir Ich haben habe auch keine keinen Prompt Einladung. bekommen. Habt ihr überhaupt die Story aktiviert? Prolog und so? Braucht man eigentlich nicht, wenn derjenige, der startet, die aktiviert hat? Also Ah, vorher ich wurde er glaube. selber auch reingezogen. Ich glaube, die erste Instanz kann man nur alleine machen. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Das kann gut sein, das weiß ich gar nicht mehr. So lange her schon wieder bei mir. Ja, ne? Das ist schon wieder 2,5 Jahre her. Das ist eigentlich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber das ist ja, das geht ja relativ schnell durch die Wüste. Ja. Wer das überlebt hat, ist völlig aufgelöst. Wir halten den Weg aus Maguma heraus offen, so gut es geht. Aber die Bernsteinwanderdüne ist ziemlich übel dran. Hey, wenn wir die verlieren, es gibt Nachrichten aus dem Dschungel und die wir brauchen einen Weg hinaus für Überlebende und einen Weg hinein. So, ab in die Bernsteinwanderdüne. Ich versuche das jetzt hier auch so schnell wie möglich durchzuziehen, weil wir diesen ganzen Story-Part auch nochmal machen werden, wenn wir dann mit HOT durch. Starten ist quasi so ein kleiner Spoiler, was euch in ein paar Monaten dann bei uns hier in dem Spiel mit euch erwartet. Also, ich bin wieder da. Ich wollte sagen, das nennt man eigentlich Werbung und Lust nach mehr. Ja. Gerade das Video ist halt echt episch mit diesem. Als ich das erste Mal gesehen habe, das war da schon ein überragender Moment. Ja, Story erzählen können sie schon die meiste Zeit. Ja, Es gibt komm. kleine Sachen, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, aber in den Ja. meisten Fällen war ich wirklich begeistert bisher. Kommen ja auch noch ein paar coole Videos. Gerade, also man merkt da auch schon so eine kleine Entwicklung zwischen Classic, HOT und ich nehme an, dass das im neuen Addon dann nochmal krasser sein wird. Also im Classic waren ja kaum Videos, ne? Also gerade auch gute Ja, das Videos stimmt. wenig. In HOT gab es ein paar wenige Videos, die waren aber alle brillant. Und ich hoffe einfach mal, dass im neuen Addon dann noch mehr Videos auftauchen. Vor allem, was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt auch in den normalen Sequenzen, die keine Videos sind, sondern wenn einfach der Charakter irgendwas quatscht,
vorgeskriptete Sachen, dass dort auch Lippensynchronisierung mit dabei ist. Ja. Also man merkt dort wirklich eine Entwicklung. Ja. Hallo? Ich habe mich doch bei Rox und Braham gemeldet. Warum geht's denn nicht weiter hier? Was ist da los? Bin froh, dass ihr jetzt. Ich glaube, das mit dem Melden musst du gar nicht machen, sondern nur entweder eine Karawane eskortieren oder so ein Ding verteidigen. Stand da aber. Ja, das sind optionale Sachen. Da, warum steht dann da kein Optional dabei? Achso, dann sind vielleicht die späteren Gespräche damit mit Marjorie und wie auch immer die heißen. Ja, bei denen bin ich jetzt, bei Marjorie und Kashmir. Boah, die Kashmir ist aber auch eine heiße Braut, du. Na, Marjorie ist eher mein Typ. Das kann man jetzt so oder so sehen. Das würde wahrscheinlich zu einer endlosen Diskussion werden, wenn wir uns darüber auslassen wollten, wer jetzt besser ist. Ja. Weil es einfach Geschmackssache ist. Philosophie. Ja. Marjorie ist halt eher der dunklere Typ und Kashmir der hellere Typ. Wenn man das so sagen kann. Und Kashmir erinnert mich immer ganz stark an meine beste Freundin. Ah, da fällt mir übrigens gerade noch so eine kleine Anekdote ein. Und zwar auf der Nature war ich ja nicht alleine, sondern da war unter anderem auch meine beste Freundin und deren Freund dabei. Kennen vielleicht auch ein paar Leute von euch. Der Florian Arndt. Und da hat sich dann rausgestellt, als wir uns unterhalten haben, dass er ein absoluter Guild Wars Einspieler war damals, das wirklich massiv gesuchtet hat, aber Guild Wars 2 noch gar nicht angespielt hat. Hat mir aber versprochen, er guckt sich's mal an, weil es interessiert ihn jetzt doch so ein bisschen, wie sich das so spielt und so macht. Und ja, deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an Florian Arndt. Hier siehst du, wie es so abläuft im Grundspiel und das hier ist alles noch was du theoretisch auch gratis spielen kannst. Wobei jetzt dieser Abschnitt hier nicht mehr, aber alles, was bis hierhin passiert ist. Lohnt sich vielleicht doch mal reinzugucken, gerade wenn dir Guild Wars 1 so gefallen hat. Kenne ich aber einige Leute, die damals Guild Wars 1 mit mir auch zusammengesucht haben und irgendwie bei Guild Wars 2 dann ausgestiegen sind. Die ist dann aber so im Nachhinein, also eine zumindest hat zum Nachhinein auch beruhigt. Hat sich dann irgendwann mal angeschaut, ich glaube 2-3 Jahre nach Friedens, und war richtig sauer auf sich selbst, dass er mich schon eher angefangen hat. So Freunde, jetzt geht's rüber in die HOT-Welt. Zumindest wenn Taimi hier weiter fertig gelabert hat. Und jetzt halt mal die Klappe, denn jetzt kommt wieder ein episches Video. Da ist einer unsichtbar. Ha. War auf jeden Fall damals ein cooles Gefühl, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. War ein ganz schöner Hype. Ja. Könnt ihr euch auch noch alle dran erinnern, ne? Das war richtig episch, ja. Ja, so, weil jetzt darf man nämlich endlich, und ich glaube, da müsstet ihr auch wieder mit mir reinlaufen. Ach nee, Quatsch, könnt ihr nicht. Nach der Instanz, genau, dann kann man wieder zusammenlaufen. So war das doch. Weil dann kommt man drüben in dieser ersten kleinen, ja, in diesem ersten kleinen zusammen in die Instanz laufen.
nicht schlapp machen, Leute. Mordremos hat den Pakt schwer getroffen. Wir müssen den anderen jetzt zu Hilfe kommen. Was kann die Katze? Welche Katze? Die mit dem Abzeichen oben drüber. Naja, sie ist auch nur ein Minipad, aber es ist halt ein BVW-Minipad. Ist halt ein Commander. Nee, die bekommt man in dem Secret, also in diesem geheimen Katzenraum, beziehungsweise geheimen Klangenraum. Da steht dann auch so eine Katze mit dem Namen Katzenkommandeur. Könnte doch jemand überlebt haben. Wie ein Bild anmiaut. Das ist voll süß. Aber es gibt ja jetzt auch Spielzeuge für die Katzen in der Heimatinstanz. Ich hab's im Patch gelesen. Super niedlich. Ich muss gestehen, ich hab's mir schon alles gekauft, aber ich hab's mir noch nicht angeschaut. Ich kam vorhin einfach nicht dazu. Ist ein bisschen schade, dass man hier nicht zusammen in die Instanz laufen kann, aber ich hoffe, dass man das gleich kann. Ja. Ich will wissen, wo sie ist. Braham, ihr könnt nicht einfach so losrennen. Wir sind in feindlichem Gebiet. Larantir, freut mich, dass ihr... Labarababa. Ich sofort einen Statusbericht. Ein willkommener Anblick, Kommandeur. Die Lage ist trostlos. Mordremos hat die Flotte völlig vernichtet. Der Pakt ist am Ende. Traherne und die Klinge... Wo hängt ihr gerade rum? In welchem Bereich der Story? Sie leben, werden aber vermischt. Und die übrigen Soldaten vertrauen. Was meinst du mit dem Männercount oder jetzt gerade bei dir? Ne, hier jetzt, hier. Oder steht ihr jetzt irgendwo sinnlos rum und wartet? Ich warte. Ich warte auch. Ja, ich hoffe, das ist hier mal gleich irgendwie so, dass man nur kein Stress ist. Aber wartet mal. Ich baue so lange Muscheln ab. Theoretisch, das probiere ich jetzt mal aus, wenn ich mich hier rausporte. Seht euch doch. Ja. Dann müsste man das doch die Instanz zusammen starten können. Ja, jetzt müsste man hier nur mal irgendwo so eine Wegmarke anwählen können. Ah. So, ich bin jetzt mal kurz aus dieser Instanz rausgegangen und hoffe, dass ich sie mit euch zusammen nochmal starten kann. Die ist genau am Übergang zum ersten HOT-Land. Ich vergesse mal, wie hieß das nochmal? Grasgrüne Schwelle, so heißt. Also schon in der Grasgrünen Schwelle? Nee, noch davor. Der Zugang ist genau quasi am Portal zum... Ja, genau, ganz links unten quasi. Genau. Weil ich habe mich jetzt aus der Story mal rausgeportet, weil ich glaube, das geht. Dass man dann das zusammenlaufen kann. Wo ist das jetzt? In der Silberwüste, ganz oben links. Nee, unten links, so rum. Silberwüste... Da, wo wir eben auch schon waren. Da bist du eh schon. Wir müssen schnell hinlaufen. Beziehungsweise ja. Eigentlich müsste erreichen, wenn es Start ist. Dann müssen wir hier dann prompt. Ja, aber ich musste erstmal hinlatschen. Genau. Weil ich habe mich jetzt mitten in der Story quasi rausgeportet zum nächsten Wegpunkt. Ich verstehe auch nicht, warum die den Prolog nur eins für einzelne Spieler gemacht haben, also dass du da nicht mit der Gruppe reingehen kannst. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Das ist mir einfach nicht schlüssig. Also ich wüsste den Grund nicht. Aber man muss ja auch nicht alles verstehen, ne? So, jetzt bin ich gleich da.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, dass ihr damit rein könnt. Ach, hier ist sogar gerade. Du hast einen Disconnect. Matze hat einen Disconnect. Ja. Nur plötzlich, weil hier stand, war ein schwarzer Bildschirm. Ja, dann warte ich bis mit dem Aufmachen. Könnte es sein, dass das vielleicht ein bisschen buggy ist? Nee. Ich denke mal eher, das hängt noch mit dem Problem von gestern zusammen. Ja, ich warte jetzt einmal, ob der Matze gleich wiederkommt. Da ist er schon, ja, online, guck. Ja, und dann ich bin auch gerade meine Charakterauswahl und bin jetzt im Ladebildschirm. Sag, wenn der Ladebildschirm weg ist, dann mache ich auf. Jetzt lässt er sich aber feiern, der Matze, gell? Ja, jetzt bin ich da. Sehr gut. Sehr schön. Ah, jetzt kriegt er auch eine Abfrage. Jetzt, guck mal. Perfekt. Jawohl, jetzt lädt's auch. Haben wir die Mechanik einfach mal überlistet? Mhm. So, los geht's. Das hier macht, das hier ist zu viert eh besser als alleine. Alleine ist das eine ganz schöne Qual. Weil der Schwierigkeitsgrad von HOT ist schon relativ knackig. Für alleine. Ja, da braucht man schon ein bisschen besser, also spezialisierte Bild, sag ich mal. Ja, entweder das oder man muss halt sich eine neue Strategie überlegen, wie man manche Sachen dann macht. Ja, also wenn du hier frisch reinkommst, wenn du noch nicht alle Beherrschungen und so weiter hast, dann ist es echt ein harter Brocken. Man merkt aber wirklich auch, und das haben sie verdammt gut hinbekommen, dass die Beherrschungen wirklich Einfluss haben. Also es fällt dir vieles dann einfach irgendwann leichter. Lager heißt Überlebende. Gehen wir. Graham, komm zurück. Oh, da ist ein fetter Frosch. Natürlich, ich bin Azure, ich muss ein bisschen was kompensieren. Ja, du musst. Ich brauche sofort einen Statusbericht. Ihr seid ein willkommener Anblick, Kommandeur. Die Lage ist trostlos. Mordremos hat die Flotte völlig vernichtet. Der Pakt ist am Ende. Traherne und die Klinge des Schicksals hat man gefangen genommen. Sie leben, werden aber vermischt. Und die übrigen Soldaten vertrauen mir nicht mehr. Und das überrascht euch? Scarlett, Aaron und jetzt das hier. Mordremos lässt seine schmutzigste Drecksarbeit doch immer von Silvari verrichten. Wir müssen die... Was wollen wir machen? Gefangene befreien oder Lagerverteidigung aufbauen? Sollte der Bergung von Waffenteilen an der Absturzstelle... Lager verteidigen gibt eine Achievement, wenn man schafft, die Kanone nicht... also dass die Kanone nicht... Ja, es gibt, glaube ich, beides jeweils ein Achievement für irgendwas. Ja, stimmt, Gefangene auch. Gibt es nicht mehr. Und die Gefangenen, die ihr retten wollt, sind vermutlich bereits tot. Meinungen bitte. Wir sind zu viert. Wenn man die Gefangenen, wenn man die Gefangenen holen, dann sieht man mehr von der Map, aber zu viert ist es, glaube ich, mit der ist Deffen dann, glaube ich, einfacher. Ja, das stimmt. Ja, dann Deffen wir mal. Konzentrieren wir uns auf den Schutz der überlebenden Soldaten. Wir sollten ein paar Turmersatzteile aufbauen, um diese Stellung zu sichern. Wir müssen die Paktgefangenen befreien. Die Klinge des Schicksals wurde auch gefangen genommen. Wenn wir Larantiers Soldaten finden, wir vielleicht eine Spur. Alter, bei wem kann ich denn jetzt hier sagen, dass ich verteidigen will, Mann? Was ist mit den... Achso, hier, ja, das ist die richtige. Alles klar, wir beschützen das Lager. Und für alle Zuschauer, wir werden jetzt hier auch so ein bisschen durchrennen, also nicht die Story komplett abwarten und so. Einfach weil wir die Story nochmal ausführlich zeigen, wenn wir dann in HOT ankommen. Es geht hier wirklich nur darum, dass wir es möglichst zügig durchziehen, dass die Beherrschungen frei werden.
Ah, da vorne sind meine Lieblinge. Die Taschenraptoren. Oh ja, sehr cool. Als ich war denen das. So froh, als das war... Als ich also denen das erste Mal begegnet bin, ey. Als ich denen das erste Mal begegnet bin. Alter. Oh, Mann. Die habe ich wirklich gefressen. Ich auch. Lookdown, Lookdown. Ich habe nur gedacht, das gibt's doch nicht. Boah. Ja, der Trick ist, man muss versuchen, in Bewegung zu bleiben und seinen Flächenschaden rauszuhauen, so gut es geht. Und die haben ja nicht so viel Leben. Und wenn je weniger es werden, desto einfacher wird es dann. Ja, vor allem ist es bei denen eigentlich auch kein Problem, wenn man mal in Downset geht. Weil die so wenig Leben haben, dass man die dann bequem dann noch einen kaputt kriegt und die geben XP. Das heißt, man rallyt wieder. Ja, wobei man sagen muss, bei denen ist es ganz massiv so, dass manche Klassen einen Vorteil haben. Das muss man auch sagen, zum Beispiel der Necro mit seinen... gerade auch Schnitter mit seinen Flächenschaden, das ist unfassbar effektiv gegen die Viecher. Ja, das stimmt, also allgemein Flächenschaden. Ja. Ja, ich habe das mal mit meinem Kondikrieger dann gemacht. Das war super schön. Ich bin vorbeigerannt, dann kamen die ersten 7. Ich bin zweimal vorbeigerannt, dann kamen die nächsten 7. Ich dachte so, hey, rennst einfach durch, fast schon. Ja, dann ja. Nochmal die nächsten 7 und dann war ich tot. Ja. Weil was für mich machen sollte, ist nur vorbeirennen. Ja, weil ja. Das klappt bei den Raptoren nicht toll. Sie machen erstaunlich viel Damage, da habe ich ja die Ohren schon angelegt. Bei 14 bis 21 wird es hässlich. Ja, selbst oh. Die kleinen Viecher. Wir haben natürlich keinen Silvari dabei, so ein Pech aber auch. Nein. Ich habe nur einen Salat, sorry, und der ist Lagerkar. Ja. Also wenn man hier mit einem Silvari reingeht, gibt es hier ein Achievement, wenn man es richtig anstellt. Allgemein andere Dialoge über die ganze Story. Fand ich ziemlich cool. Deswegen habe ich dann auch mal mit Silvari geschrieben. Vor allem man hört Mordemors Stimme. Ja. Ja, die sieht man hier auch. Hört man hier auch, aber man kann sie halt hier nicht in den Griff bekommen. Mit dem Silvari geht's. Nee, aber also man hört später dann auch in der Heart of Thorns Story an Szenen als Silvari Mordomos Stimme, wo man mit den anderen Rassen nichts hört. Das fand ich auch ziemlich interessant. Ja. Oh, hier vorne, oben sind wieder unsere Freunde. It's a downshit. Ja. Und das als, was bist du? Ah ne, du bist ja der Dieb. Ja gut, da ist es ja normal. Ich bin full squishy Dieb. Da wunderst du dich noch, ey. Nein, ich amüsiere mich. Ja. Da ist nichts Brauchbares drin. Sucht weiter. Ja, wir suchen weiter, natürlich. Halt! Das ist Sojas Golem, Meister Funkel. Nicht gut. Wenn er hier ist, wo ist dann sie? Und in welchem Zustand? Soldier, die baut meine Rüstung. Da ist die. Schön uns, wer sie. Ja gut, im WVW ist das, nicht im WVW, im PvE ist Bersi immer noch das Nonplusultra, ja, weil du einfach alles so wegkloppen kannst. Ja klar, wenn man so Sachen macht wie höhere Fraktale oder Raid, dann sowieso, aber. Ja, wenn du ein bisschen, also im Raid jetzt nicht mal, da brauchst du schon ein bisschen Vielfalt, aber wenn du ein bisschen Movement hast, dann kannst du die meisten Sachen im PvE am besten mit Full Bersi machen. In HOT macht vielleicht noch eine Ergänzung mit ein bisschen Zustandsschaden Sinn. Weil die Mobs generell relativ Zustandsschaden anfällig sind. Ja, wobei ich halt also mit den Power-Klassen, als ich Heart of Thorns durchgespielt habe, habe ich dann halt die Marauder-Rüstung mit zusätzlicher Vitalität noch genommen. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich schieße ihn an, den Rest macht ihr. Du, Nils, hast vielleicht ein Portal ausgerüstet. Ja, wieso, wohin? Ich bin hier runtergetropft. Wo? links auf diesen Ast. Ja, ich bin zu dich auch. Das war eine Dodge Roll, die ich versaut habe. Das nee, Problem ist, schon Angriff. Ich komme nicht lebend darunter. Ach ja, stimmt, du kannst nicht gleiten. Ich kann auch nicht gleiten. Aber ich habe den Champ schon auf 30%.
Dann müsst ihr halt gleich mal sterben und am Kontrollpunkt freilassen, weil anders geht's nicht. Ich würde euch gern ein Portal legen, aber the problem ist, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Nein, das stimmt nicht ganz. Was? Du kannst rechts auf den einen Ast gehen, dann auf den nächsten, wo ich stehe. Das sagst du jetzt, wo ich tot bin. Oh scheiße, ich habe vergessen, ein Portal oben zu legen. Ups! Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ah, Mann, ey! Der Klassiker. Ah, warte mal. Moment, ich kann das vielleicht noch retten. Wo ist jetzt, mein... Jetzt, wo ich tot bin. Portal zum Freund, zu wieder zu mir zurück, zu mir hoch. Nee, mehr Verschwendung. Scheiße, warum kann ich da nicht hochspringen und aufschlagen? Nicht. Ja, blinken kann man da fast nirgends. Bam, bam, bam. Nee, das geht nicht, also muss ich auch in den Tod springen. Gut, dann sterben wir einmal. Oh! Alle? Oh, ja. Yep. Wäre nett. Ja. Weil erst dann können sie freilassen, wenn alle tot sind. Danke. Und dann von Kontrollpunkt aus versuchen. Ja, das war jetzt wieder der Klassiker. Ja, ich habe ein Portal einstecken. Ja, ja, ich mache euch eins und dann vergesse ich es zu legen. Das ist jedem erstmal schon mehrfach passiert, glaub mir. Ja, vor allem, es fällt einem immer genau dann auf, wenn man gerade abspringt und merkt so, oh scheiße, 100 Sekunden zu spät ist mir eingefallen, ich muss es ja noch legen. Ja. Mann, 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 das gibt bestimmt ein paar lustige Kommentare, diese Aktion. Ja, es wäre auch gerade ein Noob-Filter. So, machen wir erstmal wieder unsere Freunde hier. Oh, diese Viecher, ey. Wer sich die ausgedacht hat. Lustig ist, wenn du den Taschenraptor als Pet hast und ja. Über diese Maps läufst, ja, dann gibt es unglaublich viele Menschen, die den versuchen auch zu töten. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, ich habe den Erfolg bekommen gerade. Eingegraben. Glückwunsch. Danke. Sollte es Ärger geben und er damit zu tun haben, haltet euch mit. Alle Mann angetreten, an die Arbeit. Ach ja, und diesen Turm hier sollten wir, glaube ich, auch. Ja, den müssen wir verteidigen. Das ist besonders, wenn der Champion dann kommt, interessant. Ja. Weil der den dann mit seinem Red hier direkt angeht. Da kommen sie! Tötet sie, bevor sie Eier legen, oder wie war das? Da, Zeitschleife liegt unter der Mobgruppe. Also die waren schon mal nicht mal in der Nähe von der Kanone. Da die haben die wahrscheinlich nicht mal gesehen, haben die nicht. Achtung, das ist ein Scharfschütze dabei. Auch eklige Charakterklassen, aber gut designte Klasse. Ja, diese, also ich finde die wirklich großartig gemacht. Ja. Und diese Linie, die halt legen, die macht richtig Damage. Ja, vor allem du. Es ist halt auch einfach sowas, wo du dann merkst, dass dein Beherrschungsfortschritt dir wirklich was bringt. Das ist gerade bei den Mobs, wird das extrem gut dargestellt, dadurch, dass du es halt dann irgendwann siehst, ne, wenn du es geskillt hast. Das zeigt halt so ein bisschen wirklich, dass du was davon hast. Echt? Sah man das vorher nicht? Nee, du siehst ihn. Also ich habe jetzt, noch die Beherrschung noch nicht. Ich sehe die nicht. Ich sehe die kurz da stehen, aber wenn der dann. Der macht sich dann unsichtbar. Jetzt ist er bei mir unsichtbar, jetzt siehst du nicht mehr und dann kommt irgendwo einfach diese Linie. Und Mit der richtigen Beherrschung siehst du halt die dann irgendwann, ne? Naja, ich dachte, du meinst die Linie. Ich wollte sagen, die hat schon doch, die siehst aber. Naja, nee, dann. Aber ist natürlich von vorher, wenn du ihn die ganze Zeit siehst, auch wenn er unsichtbar ist, weil du dann im Vorfeld schon sehen kannst, in welche Richtung er die Linie legt. Ja, vor allem sieht man das. Vor allem kannst du ihn dann auch unterbrechen. Ja, das auch. Naja, soll er seine Linie legen. Die ist ja nur ganz genau geradeaus. Der kannst du gut ausweichen und weiter Schaden machen. So, ich glaube, jetzt kommt gleich der Champ.
Und ein guter Freund von mir kommt auch gleich. Beziehungsweise von beiden Seiten. Gib bei Droggel mit. Da ist eine Hülle durchgebrochen. Haltet sie auf. Genau. Ja. Die Kanone hat, der hat Akku. Champion ist da. Ich hab ihn. Gut, zieh ihn von der Kanone weg. Ja, ja, ich tank ihn hier weg. Als Dieb. Kanone ist noch Half-Life. Bleibt mal an der Kanone. Mhm. Nach dieser Instanz geht übrigens auch diese Folge schon wieder zu Ende, deswegen kommt jetzt schon mal so ein bisschen die ganzen Ansagen. Zum einen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns, lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Da würde uns ja vor allem auch interessieren, welche Maps ihr denn als nächstes sehen wollt. Gibt ja noch einige, die wir machen können. Ihr dürft zwischen allen Maps in Zentral-Tyria, also im Grundspiel, wählen. Ausgenommen sind nur die Trockenkuppe und die Silberwüste. Und eure Klingen und schützt eure Einwohner. Oh, jetzt baut mir auch noch Rücklock dazwischen, gell? Mann, 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 Mann. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keines mehr unserer diversen Gaming-Videos. Und jeden Freitag heißt es ja auch, wir spielen mit euch im Bereich Guild Wars 2. Eventuell werden wir auch mal ein bisschen streamen aus der Beta zum Addon. Das ist aber noch nicht ganz klar. Müssen wir mal schauen. So, genug gebabbelt. So, wo ist er denn? Jetzt, wo der Cinematic-Trailer vorbei ist. Ja, der Cinematic-Trailer war jetzt nicht so lang. Ja, und da hat mir Ridlock einfach dazwischen geredet, der Arsgeil. Er kann nicht warten, sich fertig mit reden. Was ein Pulk, die ihn da verdreschen, hey, das ist ja nicht fair, ne? Ja. Das ist PvE. Und tschüss. Kanone steht noch, Bombe. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mich euch anschließe. Aber irgendwie kriege ich den Erfolg nicht. Was war das? Ich glaube, es dauert noch einen Augenblick. Ihr lebt. Aber wo wart ihr denn? Du kannst den Erfolg nur machen, wenn du die Story jetzt das zweite Mal machst. Na, stimmt. Du bist gar nicht qualifiziert, wenn du mal schaust. Ja, ich sehe es. Jetzt gilt es erst einmal, Freunde zu retten und Drachendiener zu töten. Ridlock hat recht. Wir müssen die Klinge des Schicksals finden und dann schnappen wir uns Mordremos vor seiner eigenen Haustür. Gehen wir, Tribun. Kommandeur, einen weiteren da draußen sind noch mehr blasse Räuber. Ich würde sie gerne versammeln und das Kommando übernehmen. Als reine Silvari-Einheit können wir uns gegenseitig überwachen und vor Gefahren von innen und von außen schützen. Sollte einer von uns Anzeichen des Versagens zeigen, werden die anderen tun, was getan werden muss. In Ordnung. Meine Erlaubnis habt ihr. Viel Glück, Larantir. Mal herhören. Wir brechen das Lager ab. Bringt die Verwundeten in die Silberwüste. Larantir bleibt hier und sichert das Gebiet. Danke, Kommandeur. Ich begebe mich in höher gelegenes Gebiet. Die blassen Räuber wurden unterwiesen, dorthin zu gehen. Und sprecht auch mit dem obersten Speer der blassen Räuber. Wenn sie irgendwelche wertvollen Informationen mitbekommen haben seit unserer Ankunft, wird er es wissen. Tada! Da ist es geschafft. Tribun? Ich sah euch in die Nebel eintauchen.
So, und schon sind die Beherrschungen freigespielt und praktischerweise kann ich direkt mal Gleiten freischalten. So, aber das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr selbst Guild Wars 2 mal ausprobieren wollt, den Link sowohl zum Free-to-Play als auch zum Spiel zum Kauf findet ihr bei uns in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei, damit unterstützt ihr uns auch noch ein bisschen und damit sage ich Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal und danke an alle, die mitgelaufen sind. Jo, ciao. Tschüss.